Heute sind wir im TED. Und zwar an der Stelle, wo wir unsere ersten Offroad-Erfahrungen gemacht haben und gestürzt sind und Schmodder und sonstiges gehabt haben. Hier haben wir gefrühstückt. An der Stelle, weiß ich noch. Das Desaster quasi los. Und heute, bei schönstem Wetter, fahren wir mal Offroad. Ja, natürlich alles kurz und trocken. Staubt sogar. Ja, das ist schon ziemlich schlau, ne? Wenn man nicht weiter weiß und sich da nicht auskennt und unbekanntes Terrain befahren möchte, dann sollte vielleicht man vorher mal einen Blick drauf werfen. Ich bin da ja eher der spontan und fahr dann durch. Allerdings habe ich ja das ein oder andere Mal dafür dann auch die Quittung bekommen und bin gestürzt, ne? Macht Kerstin ein bisschen schlauer als ich. Ja, aber wir hatten Glück. Das Wetter war super. Die meisten Stellen waren wirklich sehr, sehr trocken und ließ sich klasse fahren. Klar, die eine oder andere Bodenwelle, was man jetzt hier gar nicht so sieht. Aber unser Offroad-Training hat sich gut ausgezahlt und wir haben das eigentlich ganz toll gemeistert. Und das war für Kerstin ganz wichtig. Und ich habe mich auch wahnsinnig gefreut. Es hat richtig gut geklappt. Und so sind wir dann weitergefahren zu Bekannten, die uns eingeladen haben, zusammen auf dem TED zu fahren. Und Kerstin wollte ja nochmal unbedingt durch die Trave fahren. Das hat sie sich bisher ja noch nicht getraut. Und mit den Erfahrungen auf dem Offroad-Kurs hat sie sich gesagt, heute ist der Tag der Tage, heute will ich es mal packen. Ja, und dann sind wir mit Annette und Thomas losgefahren Richtung Ostholstein, um dort den TED zu befahren. Und das war also eine schöne Cruiserei zu viert und richtig toll. Ja, da haben wir doch tatsächlich noch zwei getroffen. Unglaublich, die auch auf dem TED unterwegs sind, aus Ratzeburg und Mölln. Ja, das war richtig klasse. Da haben wir zwei kennengelernt, die unseren Kanal kannten und sagten, Mensch, ich kenne euch doch. Das war echt richtig cool und die sind dann weitergefahren Richtung Dänemark auf den TED und die haben da bestimmt viel Spaß gehabt. Also schöne Grüße an euch. Tschüss. Und dann sind wir Richtung Trave weitergefahren und da habe ich die Stasi gestartet und dann ging's los. Ich zuerst. Schön vorsichtig. Naja. Bisschen Oma-mäßig, aber dann kam Kerstin. Vollgas rein, einfach geil. Ja, und danach sind wir weitergefahren zur einem Ausflugsziel, wo wir ein bisschen Kaffee und Kuchen essen und trinken wollten. Und da sind dann Krümel, Tommy und Thomas vorweggefahren und haben uns da ein richtig tolles Ausflugsziel, eine alte Gribiner Mühle gezeigt. Aber schaut selbst. Hier an der Grebiner Mühle und hier kann man nicht nur die olle Mühle gucken, sondern hier gibt es auch lecker was zu futtern. Also was zu trinken, ein bisschen Kaffee und Kuchen. Und die Mühle ist total schick. Hallo, ich bin auch da. Guckt euch das so mal an, wie irre, oh, klasse. Ein bisschen Flohmarkt, ne? Da könnt ihr auch noch gerne gucken. Ne? Guckt euch das mal an, das ist so toll. Wo? Oben. Ah, okay. Hier ist oben, ne? Super schön eingerichtet, mit viel Liebe fürs Detail. Jetzt gehen wir mal nach oben.
Und hier gibt es dann auch noch ein paar Tischchen. Kann man super toll sitzen. Leckere Getränke. Und hier ist sogar die singende Müllerin vom Schierensee. Auf jeden Fall vorbeischauen. Tolle Aussicht, wunderschön. Und das ist das Grebiner Müller Ehepaar. Das sitzt seit 40 Jahren hier. Nennt sich auch Krümel Tommy. Kommt ruhig auf unseren Kanal. Schaut einmal rein in unseren Kanal. Ne? Und jetzt dürft ihr euch den Grebiner Weinberg weiter an. Genau, mit denen sind wir nämlich heute gefahren, richtig schön. Und die haben uns mal Ostholstein ganz toll gezeigt. Ja, also richtig schön. Guckt euch das mal an. Ja, und hier ist der nördlichste Weinberg Deutschlands. Und der Wein soll sogar ganz toll sein. Ich habe ihn noch nicht getrunken. Aber was man so in der Presse gelesen hat, soll der trotz des rauen Klimas ziemlich gut sein. Schon Schluss? Och, schade. Aber es geht ja weiter auf unserem Kanal. Also, wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Ist kostenlos. Macht gut. Tschüss.